Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Before We Leave. Ja, nachdem uns in der letzten Folge der Weltraumwahl besucht hat, Weltraumwahl, ja, müssen wir jetzt gucken, dass wir noch eine Kolonisierungsrakete bauen. Und dann noch weitere Planeten uns holen, um dann ja, diesen Futter-Dings, keine Ahnung, so ein Fütterungsturm oder irgendwie sowas zu bauen. Er forsche und baue einen Weltraumaufzug. Schutzräume und Weltraumaufzug. Müsste ich auf Planet 1 eigentlich alles erforschen können? Yeah, die bescheuerte Sphinx hat wieder geballert, das schöne Gerät. Na gut, das ist auch bald fertig. Hier müssen wir dann noch ein bisschen Forschung über haben, ja. Machen wir erstmal die Schutzräume. Okay, da geht es auch langsam voran. Hier ist noch nichts fertig, oder? Hier sind noch keine Teile angekommen. Mal hier noch gucken, eine Küche zu bauen. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Küche. Zufriedenheit und so. Und dem fehlt wieder Strom. Jetzt fehlt hier wieder überall Strom oder was soll das? Das kann ich aber nicht verbessern, das Kraftwerk. Kann ich hier was verbessern? Machen wir mal eine automatische Ölförderanlage draus. Bei beiden. Da brauchen wir jetzt auf jeden Fall keine Arbeiter mehr. Ah ja, Filtertechnik brauchen wir als nächstes, okay. Dafür kann ich nicht verbessern. Verbessern. Forschungsschutzraum abgeschlossen.
Wo ist denn Schutzraum? Ach so, da ist Schutzraum. Mal da oben den Schutzraum. Okay, dann müssen wir gleich wieder rüber den Weltraumaufzug bauen. So, wo hat das Ding wieder drauf geschossen? Auf dem Boden. Okay, schön. Ah. Okay, hier brauche ich grüne Forschung für. Habe ich glaube ich nicht mehr. Okay, ob das jetzt eine schlaue Aktion war, kann ich auch nicht sagen. Erstmal müssen wir jetzt nämlich hier den Transport verwalten. Wir brauchen jetzt hier auch Geräte die Verbesserung bei den anderen Inseln. Hier endlich mal was angekommen eigentlich. Oh ja, hier sind auch Tüfteleien angekommen. Okay. Ach so, das war auch die Fall der hier. Hier sind die Tüfteleien. Hier müssen wir gucken. Aber ja, sind auch angekommen. Ich habe ihn wieder mal zu fressen. Forschung. Okay, Stahlwerk braucht Energie. Gucken wir doch mal. Ach so, das geht nicht weiter. Habe ich direkt an den Aufzug gebaut, habe ich blöd, Mann.
Aber um ein Holzkraftwerk werden wir nicht noch drum herum kommen, sonst geht das hier nicht voran. Oha, das Rätsel wurde gelöst, zum Glück. Mann, ich bin nicht schon wieder so einen dümmlichen Wal. Achso, erforsche und baue, okay. Ah, da ist er. Ein kleiner Weltraumaufzug. Ja, na herzlichen Dank, da haben wir ja was zu tun. Wie keine Ressourcen verfügbar. Hier etwa kein. Ach, ich lasse hier Treibstoff rüberbringen, ne? Bringen wir direkt auch Öl, bitte. Ein sehr friedliches Spiel, anstatt dass man Kanonen und sowas baut oder ein Raumschiff, ein bewaffnetes Raumschiff. Nein. Wir bauen Weltraumaufzug, um das Vieh zu füttern.
Oh yeah, meine Straßengeschichte ist fertig, ne? Straßenbauer, ja. Ah, das Fahrzeug ist noch nicht fertig, so wie es aussieht. Lul. Sieh mal einfach überall jetzt hier die Strippen längs. Planet 1, ja. Wie sieht es denn aus mit Planet 1? Haben wir da schon angefangen, das Ding zu bauen? Wahrscheinlich nicht. Natürlich nicht. Obwohl doch schon was da. Aber ich glaube, hier kann ich das noch nicht bauen, weil ich hier noch keine Hütte habe. Ne. Aber wenigstens gibt es jetzt hier wieder Energie. Kosmischer Leviathan nähert sich, er will angreifen. Wo ist die blöde Sau da noch? Ich würde mal sagen, ran in die Geschütze und abgeknallt das Teil. Ist Kackvieh. Nur noch Stahl fehlt und hier Stahl, Glas und die Tüfteleien. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal genug Strom, das ist auch gut. Dann würde ich sagen, ist auf jeden Fall eins der nächsten Aufgaben hier auf Planet 2 auch so ein Aufzugdingen zu bauen.
Warum auch immer. Hier fehlen Elektronikteile und sowas. Okay. Hier haben wir schon elektrifiziert einiges. Ja, danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit dem Weltraumwahl weitergeht, dann würde ich mich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich noch einen schönen Tag und ciao, ciao.